Wir haben uns hier und heute versammelt, um die Missionen für den Weißen Lotus auf Stufe 1 abzuschließen. Für die erste Mission Weltreisender müssen wir in einer einzigen Runde zu 6 verschiedenen Orten reisen, die mit einem Namen beschriftet sind, die sogenannten Points of Interest. Dafür solltet ihr euch auf jeden Fall ein Fahrzeug organisieren. Oft reicht es auch, mit dem Boot an einer Stadt vorbeizufahren oder mit dem Heli über die ganze Map zu fliegen. Das ist auf jeden Fall eine Mission, die man nebenbei abschließen kann, wenn man sich um wichtigere Dinge kümmert. Für die zweite Mission Bequemlichkeit müssen wir Fahrzeuge an 5 Tankstellen reparieren und 7 Benzinkanister exfiltrieren. Das Fahrzeug kann immer dasselbe sein, fahrt einfach ein bisschen damit herum und bei einem Tankstellensymbol könnt ihr dann zu so einer Zapfsäule fahren und ein bisschen warten, bis sich der Balken wieder ganz aufgefüllt hat. Da wird also quasi das Auto gleichzeitig betankt und repariert. Die Benzinkanister stacken leider nicht, ihr braucht also pro Kanister einen Platz in eurem Rucksack. Das müssen wir dann also entweder öfters machen, immer einen Kanister mitnehmen, sobald wir einen sehen, oder die Gelegenheit nutzen, wenn wir mal einen größeren Rucksack gefunden haben. Den kann man aber übrigens auch an einem Shop kaufen. Am besten ist es, wir machen diese Mission mit der vierten Mission, dazu komme ich gleich. Für die dritte Mission Ehrenabzeichen müssen wir einen Basilisken finden, das ist ein Revolver. Die kann man zwar überall finden, aber es muss in einer Polizeistation sein, wovon es 3 gibt auf der Map. Ich war da gefühlt 100 Mal, nie war im ganzen Gebäude ein Revolver. Die können im Regal liegen oder auf dem Sofa. Und damit müssen wir dann 13 Feinde mit Headshots töten. Ich habe das nie gemacht, weil ich wie gesagt nie einen Revolver gefunden habe bisher. Ich werde aber weiter da reinschauen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Zum Glück haben wir aber auch bei den Weißen Lotus Missionen wieder einen Joker. Wir können also eine Mission weglassen, dafür habe ich diese hier gewählt, um die letzte Mission freizuschalten. Was ich aber gelesen habe, ist, dass man auch, wenn man stirbt, den Revolver dann mit rausnimmt und ihn immer wieder mit reinnehmen kann. Das wäre natürlich praktisch. Für die vierte Mission Gesundheitsbewusst müssen wir Medizinschränke plündern. Die finden wir oft in Gebäuden am Klo, auch hinter den Türen versteckt. Und da müssen wir dann 9 Stims und 6 Bandagen, im Spiel heißen die Verbände, exfiltrieren. Es zählen dabei auch die Stims, die man ausgerüstet hat, nur verwenden dürfen wir sie halt nicht in der Panik. Und diese Mission machen wir am besten mit der zweiten Mission Bequemlichkeit, wo wir die Benzinkanister auch mitnehmen müssen, damit wir gleich möglichst viel auf einmal abschließen, wenn wir es schon daraus schaffen. Für die fünfte Mission Abrisse müssen wir einen grünen Auftrag mit einem Bombensymbol annehmen, der heißt Vorräte zerstören. Da werden wir zu 2 Punkten geschickt, wo wir etwas in die Luft jagen müssen. Ich glaube, es sind Vorräte. Beim ersten Ziel können wir einfach die Bombe anbringen und davonlaufen. Und beim zweiten müssen wir, glaube ich, ein bisschen dabei stehen bleiben, NPCs töten, die die Bombe entschärfen wollen. Wenn das erledigt ist und alle Vorräte zerstört sind, müssen wir einen Tresor öffnen. Die werden auf der Map als kleine Symbole angezeigt. Da müssen wir einfach hinlaufen, dann ewig warten, bis der Tresor geöffnet ist. Und da kommen wieder NPCs und wollen uns erledigen. Flasht und zifiert euch dabei am besten selbst. Das steigert die Spannung. Und wenn wir dann 5 weiße Lotus-Missionen auf Stufe 1 abgeschlossen haben, wird die 7. Mission Flugaufklärung freigeschalten. Dazu organisieren wir uns einen leichten Helikopter, es muss kein schwerer sein. Den finden wir zum Beispiel in der City am Dach oder auch im Süden am Flughafen, von NPCs bewacht. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn wir uns einen Sniper mitnehmen, damit wir die ganzen NPCs erledigen können und dann den Heli stehlen. In der City war das aber gar nicht nötig, ich weiß nicht, ob ich Glück hatte oder ob der einfach so unbewacht ist. Dann fliegen wir nach Westen zu dem Heli-Landeplatz. Und dann weiß ich nicht genau, was passiert ist. Ich habe da ewig rumgewartet, weil wir müssen nämlich Flugbahndaten des Helis herunterladen. Es wurde aber nichts runtergeladen, also bin ich ausgestiegen und habe nach einem Computer oder sowas gesucht, da war aber nichts. Und als ich wieder eingestiegen bin, wurde plötzlich was runtergeladen. Vielleicht muss man einmal aus- und einsteigen oder vielleicht hätte ich auch einfach, wie so oft, nur ein bisschen länger warten müssen. Und dann, wenn wir alles fertig runtergeladen haben, nehmen wir gleich den Heli und fliegen zu einem Extraktionspunkt und exfiltrieren erfolgreich. Ein bisschen irritierend war für mich, dass ich da nichts im Inventar hatte. Ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt exfiltrieren soll, aber als ich dann wieder im Menü war, war die Mission abgeschlossen, also habe ich wohl irgendwas richtig gemacht. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Dann viel Glück für euch.